österreichischen Meisterschaften und den Staatsmeisterschaften im Nordic Sportpark in Sulzberg stand vergangenes Wochenende ein Saisonhöhepunkt in Sachen Langlaufen auf dem Programm. Die nationale Langlauf-Elite duellierte sich dabei um das begehrte Edelmetall. Mit am Start waren auch unter anderem die Sulzberger Aushängeschilder Aurelius Herburger und Dominik Baldauf. Am Samstag standen die Einzelstart in der klassischen Technik auf dem Programm und am Sonntag dann die Verfolgung. Das heißt, so wie die Teilnehmer am Samstag ins Ziel kamen, so starteten sie am Sonntag mit den dementsprechenden Abständen. Adrenalin und Spannung war also vorprogrammiert. Zuvor hieß es aber unter widrigsten Wetterbedingungen, eine renntaugliche Piste auf die Beine zu stellen. Das ist dem Skiverein Sulzberg der Wärme und dem Regen zum Trotz mehr als nur gelungen. Ja, richtig, der Skiverein Sulzberg hat relativ reichhaltige Erfahrung, was die Umsetzung von Großveranstaltungen betrifft. Wir haben 2003 Schüler- und Jugendstaatsmeisterschaften ausgerichtet. 2004 haben wir ebenfalls die Staatsmeisterschaften für Erwachsene schon durchgeführt. 2006 ein FIS-Vereinscup und das ist jetzt die vierte Großveranstaltung. Allerdings diesmal nur möglich mit der großartigen Unterstützung der ganzen Bevölkerung. Also der Nordic Sportpark ist eines der vier Stützpunkte, die das Land Vorarlberg umsetzt. Damit sollen die Rahmenbedingungen für den nordischen Sport verbessert werden. Bei uns in Sulzberg wird ein Zentrum im Nordic Sportpark errichtet für Langlauf und Biathlon. Aber wir möchten das natürlich auch touristisch nutzen. Das ist auch immer sehr wichtig, dass man dem Ort und der Region in diesem Bereich einen Nutzen stiften können. Überaus stolz auf die Organisatoren zeigte sich auch der Bürgermeister der Gemeinde Helmut Blank, der gerade was den neuen Nordic Sportpark anbelangt, ein absoluter Gönner ist. Ja, die Gemeinde Sulzberg hat Tradition im nordischen Sport. Also schon viele Jahre haben wir hervorragende Langlaufloipen hier in Sulzberg. Und wir sind jetzt seit Jahren schon dabei, große Veranstaltungen durchzuführen. Und ganz neu entsteht hier der Nordic Sportpark mit neuer Infrastruktur, Beleuchtung, Beschneiung und auch Biathlonstände sind geplant. Und wir sind ganz stolz, dass wir heute bei diesem herrlichen Wetter diese Staatsmeisterschaften durchführen können. Nun aber zum Sportlichen. Am Sonntag stand zuerst die Verfolgung der Damen auf dem Programm. Als erste ins Rennen ging dabei die Rumänin Monika Gheorghi. Sie wurde unter anderem mit 47 Sekunden Rückstand von der Österreicherin Nathalie Schwarz verfolgt. Mit der Vortagssiegerin Veronika Meierhofer und Theresa Stadlober bildete sie eine Dreierverfolgungsgruppe, die stets eng aufeinander war und somit auch ein spannendes Rennen versprach. Nathalie Schwarz sammelte in der letzten Runde all ihre Kräfte und durfte sich nach einem deftigen Zielsprint frisch gebackene österreichische Staatsmeisterin nennen. Ja, mit 17 Sekunden Rückstand bin ich halt an den Start gegangen. Bin am Anfang gleich voll weggerannt und habe geschaut, dass ich zu den anderen zubekomme. Das habe ich dann am Anfang von der zweiten Runde, war ich dann nicht bei. Dann bin ich hinten immer nachgerannt im Windschatten, habe mich ein bisschen ausgerast. Beim letzten Berg bin ich dann weggegangen. Ich habe vor der Abfahrt nochmal gescheit angeschoben und dann war ich halt ein Stück gefahren und darum habe ich dann gewonnen. Als nächstes stand der zweite von insgesamt drei Starts an diesem letzten Langlaufsonntag in Sulzberg an. Dabei waren die Jugendläufer gefordert. Als erstes ins Rennen ging für die Klasse Jugend 1 Maximilian Thier und für die Jugend 2 Läufer ging Tobias Habenicht als erster ins Rennen. Thier hatte gute Voraussetzungen, dieses Rennen wiederum für sich zu entscheiden, denn der zweite Starter in seiner Klasse hatte bereits beim Start ein Handicap von 1 Minute und 2 Sekunden. Knapper wurde es in der Jugend 2 Klasse, da war es Alexander Gottheimseder, der nur mit 15 Sekunden Handicap als Zweiter ins Rennen ging. Bei der Einfahrt in die letzte Runde klebten Habenicht die Verfolger permanent im Rücken. Ein permanenter Druck also auch, der die führenden Athleten bei der Verfolgung begleitet. Leichter hatte es da Maximilian Thier, der mehr oder weniger sehr gelassen mit der Führungsgruppe als erster seiner Klasse mitlaufen konnte. In der letzten Runde machte Tobias Habenicht den Sack aber zu und konnte mit einem unermüdlich herausgefahrenen Vorsprung seinen Sieg einmal mehr vom Vortag verteidigen. Dahinter wurde es aber noch mächtig eng. Der Zielsprint um den zweiten Platz konnte Fabian Katnick für sich entscheiden. Das einsame Rennen der Jugend 1 fuhr Maximilian Thier anschließend gemütlich nach Hause. Im Zielbereich traf man auch zwei Gönner der Veranstaltung, Klaus Stadelmann von der Raiffeisenbank Weißachtal und Kurt Ernenputsch von der Firma Enelution.
Wir sind eine, wie schon gesagt, die örtliche Raiffeisenbank. Wir wollen gerade dem veranstaltenden Verein, dem Skiverein Sulzberg, in Zusammenarbeit mit dem FC Sulzberg herzlich gratulieren zu diesem tollen Event, weil das Wetter war im Vorfeld nicht immer so strahlend schön, wie es heute ist. Und ich darf wirklich gratulieren. Das sind zwei Gründe. Der eine Grund ist selbstverständlich hier als Anwohner. Der zweite Punkt ist natürlich die Energieregion Bregenzer Wald. Wir sind ansässig, bauen von hier aus Megawattkraftwerke und liefern europaweit. Enelution liefert also europaweit Energie. Diese brauchte dann aber auch Aurelius Herburger, der in der Königsdisziplin der allgemeinen Herrenklasse startete und als Lokalmatador ins Rennen ging. Dominik Baldauf hätte als Siebter ins Rennen starten sollen, fühlte sich aber gesundheitlich etwas angeschlagen und sparte so taktisch seine Energie für die bevorstehende Weltmeisterschaft. So lastete also die ganze Last auf den Schultern von Herburger. Es ging nicht lange, holte er seine zwei von den drei vor ihm gestarteten Mitbewerber ein und rangierte so zwischenzeitlich auf dem zweiten Platz, stets angefeuert von seinen heimischen Fans. Auch Walter Gab aus Sulzberg war im Rennen, er startete von Platz 32 aus in die Verfolgung. Alexei Ivanov, der Erstplatzierte und somit der Verfolgte, hatte beim Start schon über 2 Minuten Vorsprung auf den Zweiten und dementsprechend war sein Sieg in diesem Rennen nicht in Gefahr. Die Herde um Aurelius Herburger aber wurde immer noch größer und dementsprechend groß wurde dann auch sein Druck. Ein unglaubliches Fotofinish bekamen die Zuschauer an der Strecke dann zu sehen. Aurelius Herburger bog als erstes in die Zielgerade ein, aber seine Verfolger hingen ihm im Nacken. Angepeitscht von den heimischen Fans, die ihm mehr als nur guten Rückhalt gaben, sicherte sich Herburger dann mit nur einer halben Skilänge Vorsprung den ersten Staatsmeistertitel seiner Karriere. Eine perfekte Ausgangslage auch für sein Debüt bei der U23-Weltmeisterschaft in ÖTP Estland. Ja, vor allem weil der Aurelius bei seinem Heimrennen das so toll ins Ziel gebracht hat, ist jetzt amtierender Staatsmeister, hat gestern schon eine hervorragende Leistung geboten. Da gratuliere ich zunächst einmal dem Aurelius, aber all dem Umfeld, das dazu beiträgt, dass er und die anderen Athleten so tolle Leistungen bringen können. Ja, super, also vor heimischer Kulisse, wunderbar, so viele Fans an der Strecke, Wahnsinnsunterstützung, die treiben einen voran, ja, es war echt super. Es ist gleich einmal eine große Gruppe zusammengekommen und es ist ziemlich von Taktik geprägt, weil keiner Kräfte vergeuden wollte für den Schluss und jeder gewinnen wollte. Und ja, am Schluss ist es halt um alles gegangen und zum Glück haben wir ein gutes Ende gehabt. Ja. Ja, es ist natürlich für uns optimal gelaufen. Also der Aurelius hat am Anfang der Saison eine schwierige Zeit durchlebt, hat etwas zu kämpfen gehabt, dass er in Tritt kommt. Und ist mittlerweile geht es in die richtige Richtung und im Hinblick auf die U23 WM bin ich absolut positiv gestimmt, dass er dort auch seine Top-Leistung abrufen kann. Und das heute war schon ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Bei der Preisverteilung war der Jubel natürlich dementsprechend groß. Die Veranstalter können also auf ein gelungenes Langlaufwochenende sowohl aus organisatorischer Sicht als auch aus sportlicher Sicht zurückblicken. Und die Vorarlberger Bevölkerung darf sich auf viele weitere spannende und packende Events im Nordic Sportpark Sulzberg freuen.